Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal und ja, heute mit einem nichts geringeren Tutorial wie zu Restream. Ja, Restream.io oder .io für die Leute, die es auf Deutsch haben wollen. Für die Leute, die nicht wissen, was Restream ist, das erkläre ich jetzt auch schon direkt. Restream ist eine Plattform, womit ihr auf mehreren Plattformen gleichzeitig streamen könnt. Zum Beispiel auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig oder halt Facebook Live noch zusätzlich. Ich zeige euch das Ganze mal. Ihr könnt zum Beispiel hier eure, ne, das ist die Adresse, warte, die kopiere ich jetzt mal. Ich zeige euch erstmal, wie ihr euch hier überhaupt mal anmeldet. Das müsst ihr natürlich nicht machen, sondern in meinem Fall geht ihr erstmal auf Restream. So, man muss sich gerade mal zensieren, hat man gerade meine E-Mail gesehen, das will ich nicht, dass ihr die seht. Also da meldet ihr euch an. Dann kriegt ihr eine E-Mail, die bestätigt ihr, bla bla bla, dieser übliche Anmeldungsprozess. So, dann seid ihr hier drauf, habt in eurem Fall noch keine Sachen drin. Dann könnt ihr dann quasi eure Channels hinzufügen. So, dann seht ihr, gibt es hier Möglichkeiten, ne? Die Plattform auszuwählen, auf denen ihr streamen wollt. Ihr seht, hier gibt es so einiges an Plattformen. Also die Auswahl an Plattformen ist wirklich groß. Also da könnt ihr wirklich so auf so einigen Plattformen streamen. Sogar Steam ist dabei, wie ihr seht. Und hier unten halt auch noch ein bisschen. Ja. Aber dann könnt ihr hier quasi über den orangenen Button, wie gesagt, die Channel hinzufügen. Jetzt wundert euch nicht, warum das hier steht. Ich habe leider einen kleinen Strike bei mir auf YouTube. Deswegen nicht wundern. Der verfällt aber demnächst. Also ich denke, wenn das Video rauskommt, sollte der schon wieder weg sein. Weil der gilt jetzt auch nicht mehr so lange. Ich glaube, ein paar Tage noch. Ja, 7 Tage geht der noch. Ich habe gestern nachgeguckt. Beziehungsweise heute nur noch mehr 6, weil ich ja gestern nachgeguckt habe und da 7 stand. Aber egal. Das ist jetzt nicht wichtig fürs Video. Auf jeden Fall könnt ihr da mehrere Plattformen hinzufügen. In meinem Fall habe ich halt meinen Twitch-Account mit meinem YouTube-Account verbunden. Die sind auch schon beide eingetragen, wie ihr seht. Und ja, dann habt ihr halt hier die Möglichkeit, eure Titel für alle Streams zu ändern. Also zum Beispiel, ne, da schreibt ihr quasi hier in dieses Feld rein, ja, wie der Stream heißt. In meinem Fall heißt der GTA 5 5M auf Full Boost Drifting und genauso auf YouTube steht ebenfalls GTA 5 5M auf Full Boost Drifting. So, hab ich übernommen. Wie gesagt, könnt ihr einzeln machen über Edit. Ihr seht auch noch am Ende dieser Profile steht auch noch Edit. Also da könnt ihr ja theoretisch auch einzeln die Sachen ändern, aber müsst ihr nicht. Aber ihr habt dann hier aber auch noch die Möglichkeit, gleichzeitig die Spiele für beides zu updaten. Oder wie gesagt, wenn ihr nur eins ändern wollt, könnt ihr das natürlich über Edit ganz normal hinzufügen, trotzdem ganz normal. So, hier seht ihr zum Beispiel, könnt ihr noch einstellen, ja, dass das auf Facebook oder auf Twitter gezeigt wird. Wichtig ist aber jetzt hier, wenn ihr dann alles habt, braucht ihr hier diesen Stream Key Link. Den braucht ihr. Dann geht ihr in euer beliebiges Streaming-Programm. Ist jetzt egal, ob es OBS Studio ist, OBS Streamlabs oder XSplit oder was auch immer. In meinem Fall benutze ich jetzt mittlerweile eigentlich immer OBS Streamlabs, aber ich habe hier auch noch OBS Studio. Wie gesagt, ist eigentlich egal. Geht auf jeden Fall in die Einstellung, wo ihr die Streams auswählt und dann wählt ihr entweder das aus oder das. Ich stream mit dem unteren, den hier. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Also ich habe beides probiert, beides funktioniert ganz normal. Aber egal, ihr fügt dann einfach euren Ding dazu, könnt dann streamen, ne? Streamt dann und dann müsste das direkt auf die Plattform übertragen werden. So, in meinem Fall schließe ich jetzt mal dieses Fenster, also ne, bei eurem Fall dürft ihr das maximal minimieren, sonst logischerweise bricht der Stream ab, aber ich denke, ihr seid nicht komplett auf den Kopf gefallen. Und dann seht ihr, könnt ihr auch schon hier drüber streamen. Also dann läuft der Stream und wenn der Stream läuft, könnt ihr auch gerne euer Browserfenster schließen, also das braucht ihr nicht wirklich, weil das
Streaming-Programm ist nämlich mit dem Server von Restream verbunden und das funktioniert halt auch, wenn euer Fenster zu ist. Also so wie jetzt, das könnt ihr wirklich schließen, im Gegensatz zu OBS. Aber ja. Gut, Leute, das war's auch im Prinzip schon mit dem Tutorial. Kurz und knackig, aber ziemlich geil, würde ich mal behaupten. Wenn ihr halt mal nochmal daran interessiert seid, auf mehreren Plattformen gleichzeitig zu streamen, würde ich mal behaupten, ist das eine ganz tolle Sache. Ja, gut, Leute. Ich würde mich wahnsinnig über ein Like freuen, wenn das ganze Video weitergeholfen hat, beziehungsweise auch gefallen hat. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, dann würde ich mich wahnsinnig auch drüber freuen. Könnt ihr natürlich auch abonnieren, aber auch nur, wenn ihr wollt. Ich bin damit raus jetzt. Ciao, Leute.